So, da sind wir wieder. Der Crisinho ist da und der Mo ist auch immer noch da. Ja. Der Mo ist am Verzweifeln, weil er keinen Gegner findet online. Und das am Rande. So, also, wir haben diese Ron-Sets, die kein Schwein braucht, gerade kloppt und haben festgestellt, ich glaube, den besten. Habe ich überhaupt irgendeinen 80er gezogen? Ich glaube nicht. Nee, 78 war, glaube ich, die Höchstwertung. Huhu. So, ihr seht es da oben: 9200 FIFA-Points habe ich mir mal gegönnt. Und davon werde ich jetzt 8000, jetzt nicht direkt in einer Aufnahme, aber keine Ahnung, wie vielen Aufnahmen ich die habe, aber werde ich mal ziehen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich glaube, ich sage jetzt mal, das sind jetzt ungefähr 70 €. Nehmt euch also mal einen 50er-Schein und einen 20er-Schein, ja? Nehmt die so vor euch hin. Und jetzt nehmt da mal ein Feuerzeug und jetzt fangt einfach mal diesen Schein komplett an abzufackeln, ja? Das ist das, was man jetzt eigentlich macht, wenn man jetzt hier zieht. Ja? Seid dabei. Das macht Spaß. So, hier Sets ansehen, ne? Nee, ja, genau. Super, Goldset. Da fangen wir an. Erste Set, wo wir Geld ausgegeben haben. Ja, denk auch dran, dass du mit den FIFA-Points ziehst, ne? Und nicht mit den Münzen. So, was ziehen wir als erstes? Wir ziehen Remi. Ui, das ist aber ordentlich, du. Ja. Also für das erste Pack, da habe ich schon wesentlich schlechtere erste Packs gesehen. Ich Das guck finde mal ich auch ganz direkt. okay. Allerdings habe ich auch schon wieder gleich die Angst, dass es der Beste werden wird, den wir. So, was haben wir? Wie viel? Nee, ich will den nicht Geht für auf. über 20k. Über 20k im Moment. Das. Was Hier sind 21k drauf geboten. haben wir denn hier? Steht eigentlich Preisvergleich. bei 23.000. Ja. 21.000, 23.000. Ja, gut, muss ich mir mal überlegen. Also, erstmal hier, wie gesagt, wir senden das erstmal an den Verein. Ja, das. Das scheint So. der Maxpreis zu sein. Habe ich das Gefühl, 23.000 bei dem, weil die alle bei 23.000 den hier drin haben. Ja. Muss mal gucken, ob Nicht der jetzt vielleicht schlecht. noch steigt. Ja, wie gesagt, aber ich bin ein bisschen skeptisch, weil das wird ja dann immer so, glaube ich. Nee, verkauf den. Der kann ja nicht mehr steigen, wenn der bei Max Range ist. Das ist die Max-Range von dem, oder was? Ja, gehe ich stark von aus. Außerdem werden solche Spieler wie der jetzt mit einer 81, die fallen dann eher. Ah, das Nächsten stimmt Tagen. wohl. Dann haben wir im nächsten Philipp Maxess gezogen von AC Milan. Und, den Herrn Schulz, Innenverteidiger seines Zeichens. Den kann ich mal in die aktive Mannschaft packen. Ihr wisst, ich habe hier ja ein leichtes Ranz-Bundesliga-Team. Aber das ist dann was für ein Fitness-Team oder so. Das, so, den Rest kann man mal erstmal wieder hier. So, und dann packen wir doch mal gleich. Ich vergesse hier einfach mal den Dings auf den Transfermarkt. Einen guten Herrn, Remy. So. Auf Transfermarkt anbieten. Startpreis. Ja. Startpreis. Zack. Fortkaufpreis. Tatsächlich. Haben die das im Vorhinein festgelegt? Preis? Preis-Ranges? Ja. Ja, aber die haben auch schon welche angepasst. Also es kann natürlich auch sein, wenn dir jetzt der Remis zum Beispiel die ganze Zeit da an der Max-Preis-Grenze schimmelt, dass sie die Price-Range erhöhen, dann kann er natürlich nochmal teurer werden, ne? Aber ja, ich weiß nicht, so Spieler wie der mit dem 81er Rating, die werden dann einfach zu oft gezogen, meiner Meinung nach, als dass sie stabil da bei dem Preis bleiben. Deswegen glaube ich nicht, dass der noch groß steigt. Ja. Und die müssen die Price Range ja auch erstmal anpassen. Aber genau, die haben die an, also die haben die vorher festgelegt und die haben die auch schon bei einigen Spielern geändert. So, dann den Beispiel. Herrn Krychowiak. Kennst du Und den? haben. Ja, Spieler bei Sevilla. Sehr gut, sehr gut. Hat eine recht starke Wertung mit, also finde ich insgesamt, ja, Schießen ist jetzt und Dribbeln nicht so, aber Defense 82, Physics 87, ja, das ist ganz okay. Dazu haben wir noch Tim Papa gezogen und den Herrn Marot, Kölner Innenverteidiger seines Zeichens. Ja. Dominik. Vielleicht ziehen wir da noch einen besseren aus der Bundesliga. Mal gucken. Ja, Maro ist Abschlusspreis.
Ja, mir geht es ja darum, dass ich jetzt hier einfach ein einfaches Bundesliga-Team. So, was haben wir hier? Ach, schade. Du siehst LM, du siehst Belgier und du denkst dir so, bitte, bitte, lass es Eden sein. Und Es es ist ist, Torin. nein, es ist der Herr Mirallas. Könnte auch schlechter sein. Dann haben wir noch hier den Herrn Korscher, keine Ahnung, und Oskar aus der Mülltonne, nein. Und nochmal hier 1000 Münzen, das ist schon mal auch nicht so unwichtig. Vielleicht der Chelsea Oscar. Positionsmodifikator ZOM zu ZM, ah, ist auch nicht so verkehrt. Zumindest wesentlich mehr wert wahrscheinlich als diese blöden RV zu RAV. So. Weiter geht's. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Ah, okay. Keinen Fall. Dazwischen drin muss auch mal ein Runspec sein. Zwar Da haben wir wirst du noch einige hier. von haben. Mein Bester ist der Herr Trigueros von Villarreal. Der Zentrales sagt mir nichts. Mittelfeld. Hat alles. Also keine miesen. Nirgendwo eine miese Wertung, aber alles so nichtssagend. Ja, dann haben wir hier nochmal 500 Münzen. Das ist wahrscheinlich fast mehr wert als alles andere. Das dritte Trikot von Sevilla. Fitness, Teamtraining plus 30. Ja. Aber muss nicht sein. Muss alles nicht sein. Na, Oliveira, danke schön. 75er Spieler. Ja, geil. Das war das, was du schon mal angesprochen hast hier. Der zeigt mir den 75er Spieler Non-Rare an, aber es gibt noch einen 75er Rare Spieler. Warum auch immer der da nicht als der bessere angezeigt wird. Positionsmodifikator RS zu RF. Ja, und LS zu LF. Super. Danke. Danke. Einen rechten Verteidiger namens Larsson, der in der Alkmaar Super League spielt. Warum? Also, kein Schwein braucht das. Na komm, jetzt müsst ihr, könnt ihr euch auch mal wieder anstrengen, EA, ne? Was haben wir denn gezogen? Ah, Galvez und Didavi. Na gut, Didavi können wir zumindest mal in unser. Nee, eigentlich können wir alles an den Verein senden, aber. Warum ist denn das Tri der Trikotsatz von den Boca Juniors als selten? Oh, guck mal hier, Santiago Bernabéu. Ja, damit die mehr seltene Verträge haben, mit denen die die Premium Gold Packs vollmüllen können. Ja. Weil in den Premium Gold Sets sind ja drei seltene Objekte drin und das ist dann halt wieder ein seltenes Objekt mehr, was dein Pack Was entwertet. mein Dings kaputt machen. So, im Moment, ich wollte doch hier eben. Eigentlich ein ganz gutes abgekartetes Spiel von EA. Ja, dass das abgekartet ist, das wissen wir schon länger. Ja. So, nee. Deswegen der Vergleich mit dem Feuerzeug. Richtig. So, wo hatten wir denn hier den Herrn Didavi? Komm mal hier hin. Setz dich mal bitte hier hin. Und packen wir jetzt hier rein, packen wir da jetzt den Galvez rein. Oder packen wir da den Marot rein. Ist der überhaupt der Marot? Keine Ahnung, packen wir Galvez, ja, hier, passt schon. Mal gucken, Casino. So, bim, 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 bim. Weiter hier, Shop, weiter im Text. Ja. Wir wollen ja noch irgendwas Tolles ziehen. Ah, jetzt ist ja der hässliche Herr Kane drauf. Kennt ihr das? Der Remis war nur zum Locken. Da müssen wir alle. Oh, geil! Echt? Ja, genau. War, um dich anzufixen. Jetzt zieh ich schon im. Keine Ahnung, wie vielten Pack ist das jetzt, was ich mache? Ziehe Das ich direkt zweite. den Krychowiak nochmal. Siehste, der will zu dir. Der mag dich. Der hat sich Wer auf die direkt wohlgefühlt bei auf dir. Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Sieben, sechs, neun, 14, 8, 14, 9.
13, 14, 7. Da weiß noch irgendwie keiner so viel wie er. Aber schauen wir mal einfach. Bieten wir einfach mal hier für Startpreis 1000 und Sofortkauf. So, also 14 ist im Moment der Maxbetrag. Russische Wappen und alles andere, ja. Ausmisten können wir hinterher immer noch. Richtig. So, der Herr Kane, bitte, jetzt zeigen Sie doch mal sich. Der rechte Verteidiger. Ey, das ist doch ein Scheiße. Wieso ist der denn jetzt auch schon wieder? Da habe ich schon wieder einen Doppelten. Der ist noch nicht mal was wert. Ja, auch noch einen Schlimmer, Doppelten. schlimmer als in jedem Panini-Pack hier. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich Wenn du meine, so jetzt viele zweimal Spiele den habe ich doch. gleichen in einem Pack noch ziehst, Crescenio, dann bist du mein Held. Das wär's auch mal, ne? Zwei, ja. Gibt's aber nicht. Also mit Verträgen gibt's das, aber nicht mit Spielern. Das wär's mal. Weil ich mich jetzt gerade frage, hätte ich vielleicht den einen da auch auf dem Transfermarkt? Rechter Verteidiger, aber so doll sah der mir jetzt auch nicht aus da. Gerade mal geguckt, der Kane hat ja nur eine 78 bekommen in FIFA 16. Das ist ja echt wenig. Ui, da haben wir den Mococho aus der Ehrendivisie, der Südafrikaner. Seltener Silberspieler. Uhuhu. Und der Herr Gyan. Oh, Alter. Ist auch schon ein bisschen hart hier jetzt, ne? Also, ich muss mir da nochmal was überlegen, wie das hier, das jetzt so Sinn macht, ob das so weitergehen soll, ja? Puh, Tom Kann es nicht Cleaver, weitergehen, Casino. ey. Nee, so kann das definitiv ja nicht Es weitergehen. muss Aha, jetzt besser immerhin werden. El Yunusi, ja? Der kann mal in die aktive Mannschaft. Welcher Elionussi? Tarek. Weil der andere ist, der Silberne, der hat ja 5 Sterne Skills. Der ist, müsste sogar ein bisschen was wert sein. Mohammed heißt er, ne? Mohammed Elionussi aus der norwegischen Liga. Königliche Wappen hier, spanische. So wie das aussieht, ist Oh. doch bestimmt was wert, oder? Ja. Da wird auch fleißig geboten, 150. Ach nee, was machen wir eigentlich? Warum tun wir uns das eigentlich an? Das weiß ich auch nicht. Weil wir auf diesen einen guten Spieler warten, der genau in diesen Pack kommt. Zentraler Innenverteidiger Frankreich, der Herr Rami. Naja, gut. Oh, der hier, der Herr Embolo. Der ist vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht so geläufig, aber der wird auf alle Fälle noch seinen Weg machen. Eventuell soll der zu Wolfsburg schon kommen, und zwar sogar im Winter schon, wenn das mit dem Herrn Dost und so nicht so gut geht. Ja, Auch könnte den man sogar mal ein Galatasaray-Style schönes. machen und den jetzt schon unter Vertrag nehmen und dann bis Januar trainieren lassen. Genau, oder wie Barcelona. Ja, da könnte man mal ein Team oder so vielleicht drum bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Denn Herrn Borges, Costa Rica, naja. Ja, was haben wir hier noch? Super Managervertrag, Position RM zu RF. Ah, nee. Lass mich doch in Ruhe mit dem Driss. Machst das schon, Crescenio. Gehe ich aus. Hier weiß ich noch nicht mal. Ach, ist das der Lacazette? Ja. Den Lacazette hast du drauf. gezogen? Nee, schön wär's. Der war ja nur auf dem Bildchen vorne drauf. Aber ich habe tatsächlich auch jemanden, einen Franzosen, aus der Ligue 1 von Olympique Lyon gezogen. Leider ist es nur der zentrale Innenverteidiger, Herr Morel. City. Ah. Zu den Herrn Per Nilsson, ehemaliger Nürnberger, inzwischen wieder in der heimischen Liga unterwegs. Nee, gar nicht wahr. Bei Kopenhagen ist er Dänemark. Hä? Dänemark. Und der Herr Jankovic, ja super, dann nochmal wieder Spielerverträge. Die Spielerverträge bringen mir ja noch gar nichts, weil ich noch keine Spieler habe. Immerhin Wie ZDM zu viel ZM. Points hast du jetzt weg? Guck mal, das Birmingham City Auswärtstrikot sieht aber auch ganz interessant aus, ne? Als hättest du die Deutschlandfahne mal quer aufs Trikot gemacht. Wie viel Points hast du weg? Ich habe im Moment weg, ich bin jetzt bei 7250. War schon fast das erste Viertel. Ja, traurigerweise ja. Und es wird nicht besser, auch wenn Thomas Rosicki drin ist.
Kosicki, einer der, glaube, deutscher Meister ist er geworden damals mit Dortmund, oder? Ja, 2002 ist das geworden, tatsächlich. Schnitzel hätte echt Potenzial gehabt, auch leider von Verletzungen sehr geplagt. Und wann haben wir Wo noch? spielt denn der? Wo spielt denn der Immer noch mittlerweile? bei Arsenal, Immer aber noch halt bei Arsenal? nicht mehr so regelmäßig. Da haben wir Andros Townsend, ja. Hilft ihm Der leider müsste doch für was nicht. gehen. Hilft ihm leider nicht, dass er Gold geworden ist, ne? Gucken wir mal auf Trotzdem ein bisschen was kosten als Transfermarkt. BPL-Spieler. Ja, 3-6, 3-1, 3-4, 2-6, ja, das irgendwas kann man damit schon mal anfangen. Coins, Chef, interessieren nur Coins, Coins, Coins. Ja, natürlich, das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ist das das A und O. Der Herr Rinero de Jesus, der von. Ne, ist er nicht. Und wen haben wir doppelt? Den Herrn Gekas. Ja, fantastisch. Und einen Modifikator, der auch Und scheiße Gekas kann man ist. aber nie genug haben. Ja, aber sag das mal dem Verein hier. Sonst muss der Gekas halt für 300 Mal weg. So. Hält mal meinen Stuhl? Joa, ist nicht so schlimm, ist nicht so Okay, dramatisch. es tut Gibt's mir eigentlich leid. Ronaldo auf dem Pix? Ne, gibt's nicht, ne? Spanischer Tor. Nee. Ach komm, ey. Das ist doch Dazu war es, glaube ich, gemein. noch nie. Ich hätte gerne den De Weil. Gea gezogen, nicht den Herrn Irazoiz, ne, aus Lee Osman auch immer noch dabei. Ah ja. Herrn Wenger, naja, immerhin. Herr Wenger könnte vielleicht auch noch was wert sein, ne? Arsene. Ja, und das Wappen von Akyosaspor. Yes. Jetzt legst du aber los, jetzt lässt du einen vom Leder Wollen wir mal hier. gerade überlegen, dann bin ich auf 1002, bis 5-2 kann ich noch runterziehen, okay. Ja, dann gib dir Mühe. Ich bin jetzt bei 6-8. Wieso Und kannst du Herr bis 5-2 Alaba grüßt, runterziehen? oh, zentraler Innenverteidiger, der Antonio Rüdiger. Finde Oh, ich eigentlich der ist auch recht was wert. interessant, dass der, weil der hat eine, was die Pace angeht, finde ich extrem krass. Ja, und der hat halt krasse Physis. Der ist auf jeden Fall auch was wert. Also auch als Non-Rare kriegst Ah, du bei dem was. zweieinhalb ist er im Moment da. So im Angebot. Kann man mal hier den Startpreis auch mal dementsprechend. Zweieinhalb, maximal. Volle Power, nein. So, wen haben wir sonst noch hier? Jean? Nee, nicht Jean-Pierre Papin. Der Herr Juga. Wenn ihr mir jetzt ohne zu gucken sagen könnt, aus welcher Nationalität der Herr Juga kommt, dann seid ihr gut. Flagge hat er auch alles. Oben blau, darunter weiß, darunter gelb, darunter grün, darunter gelb und ein roter Strich durch in die Mitte. Ah, das ist, glaube ich, Was? nee, weiß nicht, Seychellen? Ich weiß es nicht. ZR Republic. ZA. Zentralafrikanische Republik? Ja. Central Africa Republic. Nicht mit Aber dann Seychellen, wäre aber wär's passt. ja eigentlich C. Ach, ich weiß es gerade nicht. Die Tut mir Flagge von den leid für die Seychellen Bildungslücke an aus. dieser Stelle. So, wo der Messi drauf ist, ist natürlich nicht der Messi drin, aber ich kann auch mit dem Ronaldo leben. Ja, oder Herr Tielemans, großes Talent aus der belgischen Liga. Der Herr Lustenberger, auch den hatte ich im letzten Jahr, der war im letzten Jahr noch Innenverteidiger, glaube ich, oder? Lustenberger, kann das sein? Ja. Fabian Lustenberger, der Kapitän der Herthaner. Oder Rechtsverteidiger, ne? Je nachdem, ich weiß auch nicht. Nein, Rechtsverteidiger war er nicht, das wüsste ich. Nee, ich habe den als Rechtsverteidiger gespielt mal, richtig, in meiner PEC-RTG. Sorry. Ich erinnere mich wieder. Nee, der war Innenverteidiger dann. Das Trikot der Kaiser Chiefs, nur mal aus Interesse. Ich meine, wir wissen, das war früher so immer das teuerste. Das war auch das, was das Marker damals noch kannte. Das war immer sehr teuer. Der das schon kennt. Also zu Anfangs FIFA-Zeiten war das. Ich weiß aber nicht, ob es das Trikot war, aber da Der kann. FIFA Aber. gespielt.
Naja, also viel wert ist es scheinbar auch nicht. 6500 Points sind noch da und das nächste Päckchen kommt sogleich. Uiuiui, das klingt ja schon verheißungsvoll. Ja, Patrick Ebert. Ich habe ja mal sowas, eigentlich sowas Ähnliches vorgehabt. Da muss ich. Oh, den. Oh, ich habe The Special One gezogen. Oh, ei, Mo Rinho. genau den. Man sieht ihm auch gleich an. Mo. Er hat auch immer noch seinen Zeichen. aktuellen. Es darf ja nicht mehr gelächelt werden auf dem Trainingsplatz und auf dem Spielfeld und Nein, überhaupt. auf gar keinen Fall. Deswegen, das haben sie auch da. Hat er direkt konsequent weitergeführt. Ja, wie gesagt, Patrick Ebert sieht auf dem Bild ein bisschen proper im Gesicht aus. Deswegen vielleicht auch Tempo, ja, war ja 78. Diaby aus Marseille, war grundsolide Werte, aber ansonsten und der Herr Kaya als bester türkischer Innenverteidiger seines Ja, na. Zeichens. Nee. Ja, dann Nee. passen wir direkt auch den nächsten Türken mit dabei, der Herr Özkap. Haben wir hier noch freischalten? Ich bin Ein begeistert. Also was du da Vertragsset alles können siehst, so, das würde ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht. Oh, da war er. Jeremy Barton war da, glaube ich, kurz zu sehen. Der alte, ja, wie soll man ihn nennen? Hooligan? Nein. Problemkind. Ja. Oh, brasilianischer Stürmer von Milan, Luis Adriano. Ja, der wird auch nichts wert sein. Weil der, ich weiß auch gar nicht, also den haben sie ja richtig von der Pace her abgewertet. Luke de Jong müsste es sein, ne? Oder? Ne, Sieben de Jong. Stimmt, der ist ja Ronald Koeman. Sehr viele Trainer aus der BPL habe ich hier. Das ist zumindest nicht so schlecht. RF zu RM hilft auch wieder nichts. Wappen von Portsmouth. Naja. So, okay, jetzt könnt ihr zum. So kommen wir ja so langsam. Naja, 1000 Points haben wir noch, bis wir zum Ende kommen. Aber könnt ihr mal wieder besser werden hier, ne? Ja, also noch besser. Boah, Jetzt also übertreibt man nicht. haartechnisch ist der schon mal ganz weit vorne, der Herr Olsson. Das wäre einer für einen Hairbrit, sagst du? Aber definitiv. Jonas Olsson mit, ich weiß gar nicht, lass dein Haar herunter. Also dementsprechend ist das Tempo auch nicht so hoch. Da tritt er aus Versehen drauf und dann fällt er immer hin. Ja, für den St. Patrick's Day habe ich den Herrn Westwood gezogen. Und solide Werte. Guck, da hast du ja schon wieder eine Menge Coins in dem Pack jetzt. Das ist ja. Oh, und Langsam immerhin wird mir ein das Draft-Token. unheimlich. Nein, echt? Das ist nice. Das ist Das ist jetzt wirklich mal nice. schon mal besser als alles, was in den Packs davor war. Kenne überhaupt niemanden bislang, der das Ding gezogen hat, mal. Also von daher. Da kannst du Lob an schön. dieser Stelle, ja. Linker Verteidiger aus Donetsk. Naja, das hilft auch keinem. Herr Ismaili. Der ist übrigens, welche Nationalität? Israel. Nein, Ismaili Goncalves dos Santos, er ist Brasilianer, wie Ach natürlich alle so. bei Schachtor gefühlt. Schachtel, Donetsk. Genau. Wir haben sonst noch das Wappen von Southampton, Trikotsatz vom FC Arouca und oh, keine Ahnung, wer das auch noch sein soll. Gebt mir was Gutes. Oh, jetzt hat es lang, extra lang gedauert. Zentrales Mittelfeld, Belgien. Ah, Witzel. Axel Witzel. Das ist wohl ein Witz. Und den Herrn Distant vom FC Portsmouth. Für ein BPL-Team bestimmt gar nicht mal so schlecht. Wird zwar ein günstiges sein, aber. Sagt denn der Preismarkt hier? 850? Okay, der bringt doch nicht so viel. Was haben wir dann sonst noch? Jaroslav Dropny. Doll. Der Herr Aguilar aus Mexiko. Ich finde, es gibt viele 75er. Ist das nur so meine Vermutung oder so? Ich sehe hier also voll oft irgendwelche. Ja, gibt's halt einige, ne? Ist ja logisch, dass du in den Packs.
hauptsächlich da Spieler unter 80 hast, also zwischen 75 und 79. Ist halt so, So. die Packs sind halt so austariert, ne? Ich glaube noch drei Packs oder zwei Packs, noch zwei Packs. Ah, Danny haben wir gezogen. Lowinski? Und Oder was? Also hat er da, hat er. Frag ihn mal, ob er für einen Zehner irgendwie im Kaufhaus Rechtsberatung macht. Dann ist es Lowinski. ach so. Ansonsten. Ich weiß Ja, nicht, ist er er ist. der. Der ist so der von Petersburg, oder? Genau. Man könnte Ja, das mal ist ja gar nicht so schlecht. überlegen, russische Liga, jetzt haben wir schon den Witzel, ja. Ja, Hulk soll sehr gut sein, dies Jahr wieder. Ja, weil der hat auch ein bisschen an Pace, glaube ich, zugelegt. Und hier der ewige, ich meine, manche Werte verändern sich ja auch irgendwie nie und auch die allgemeinen Werte nicht. Borja Valero, der alte Spanier vom Diensten des AC Florenz, ja. Immer noch gute Pass- und Dribbelwerte und überhaupt immer noch selten, aber immer noch eigentlich scheiße. Ja. Den Herrn Steve McLaren haben wir auch, den können wir auf den Transfermarkt, die Transferliste packen. Ja, die McLaren sind auch nichts mehr in der Formel 1. Deswegen pack den weg. Ja, stimmt. So. Ich glaube, wir ziehen noch zwei. Ja. Zwei, ja. Also das vorletzte jetzt hier, Lacazette. Komm. Ja, da immerhin für die russische. Na toll. Da wollte ich jetzt gesagt habe, ja, man könnte mal vielleicht ein Team für die russische Liga. Kriege ich jetzt Hertha Tasky. Oh, ein Legionär. Ja. Deutscher Sicht. Ein bisschen aus dem Fokus der Nationalmannschaft verschwunden. Aber Liegt das wird schon bestimmt noch, nicht an Serdar. seinen Das, ich schlechten glaube an seinen dich. Ich Leistungen. glaube an dich, So, Serdar. letzte Pack. Ich guck auch erstmal nicht hin. Ich lasse mich ganz überraschen. Ja, und da ist der Ronaldo. Niemals. Was haben wir da? Da sehe ich als erstes den Herrn Peter Pekarik von Hertha BSC und die Werte werden nicht besser. Ja, super. Super, dann haben wir noch hier Meister Pröpper am Start. Und den Er Herrn bringt aber dann Glanz in Alsoma. die Bude, verstehst du? Oma Alsoma haben wir noch mit drin. Hast du aus meiner Seltener Oma Sch gezogen? Das finde ich Was dreist. würdest du sagen? Ein Spieler aus Syrien. Ui. Oh. Spielt in der Saudi-Arabischen Liga. Fantastisch. Lockhart, ja, super. Ist er doll, ja, was wir hier noch als letztes gezogen haben. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier. Ja, dann ach, hier dieses tolle Vertragsset. Wäre auch noch. So, ich dachte gerade, ja. Allein, dass auch bei diesem Vertragsset auch, dass auch da das Beste angezeigt wird, ne? Ja. Und du hast gezogen. Ja, du hast einen Goldvertrag gezogen. Wow. Fantastisch. So, jetzt gucken wir nochmal. Haben wir jetzt hier wenigstens. Nein, uns fehlt immer noch ein rechtes Mittelfeld. Natürlich doof. Also noch ein paar Points. Ja, die will ich ja auch jetzt nicht hier so einfach verschenken. Stellen wir erstmal den Herrn Peter Pekarik dahin. Er kann sich doch bestimmt, wenn er rechter Verteidiger ist, dann kann er auch hier den offensiven eben. Doch bestimmt noch eine gute Verbindung zu Herrn Lustenberger. Sicherheit. 97 Chemie ist es am Ende. Ja, schade. Weil für 100 hätten wir jetzt die Manageraufgaben fertig gehabt. Dann hätte ich nochmal ein tolles Set ziehen können. Ja, aber das Schade. Manager-Pack, was man da kriegt, ist auch scheiße. Das ist auch wieder nicht. Also kannst du ja nichts verkaufen von den Sachen, Nee, die du da drin das ist hast. wohl wahr. Damit ist jetzt der erste Part des Stingensbummens hier vorbei. Wir haben, wie gesagt, als wertungstechnisch besten hier den Herrn Krychowiak und den Herrn Borja Valero gezogen. Herr Krychowiak auch doppelt und der Herr Remy Das war der wertvollste. der wertvollste. Schauen wir mal, ob wir den Verkauf kriegen. Dazu halt noch Rüdiger und Townsend, die vielleicht was wert sind. Summa summarum kämen wir also vielleicht, wenn das so ganz so hinkommt. Ja, hier, was haben wir da? 30. Sagen wir mal 40k plus das Abstoßen. 40k, also vielleicht auch 45k, was wir dann letztlich da raus hätten. Ist jetzt ein bisschen traurig, muss man sagen. Aber hey, wer hätte es vorher gewusst, ne?
Wie war das noch mit dem Feuerzeug? Genau. Ich trinke mir jetzt erst nochmal ein und saufen mir jetzt die nächsten Spieler, die da kommen mögen, schön. In Sehr diesem gut. Sinne bin ich erstmal raus. Bis später.